Gut, unser nächstes Ziel. Das hier können wir nicht. Ja, wie gesagt, das hier können wir nicht. Hatten wir nicht hier irgendwo noch eine grüne Linie gesehen, die wir hochgehen konnten? Einfach irgendwo mitten, irgendwo, nirgendwo? Hier hinten gibt es sie. Hier hinten gibt es was. Das ist die Sache mit den Javas. Hier hinten, das ist einfach nur schon die Kobo-Materie, die uns anlügt. Wobei, wir könnten da wieder vorbeischauen. Hier oben gibt es noch was, was sich in Strom setzen lässt. Nutzen wir unsere Schnellreisemöglichkeit dafür. Wenn wir schon hier einen haben. Wir müssen nicht überhin latschen. Nutzen wir jetzt erstmal die Sachen, die kleiner aussehen. Schnellreise. In der Waldanlage lag was. Falls das nicht eine Lüge war. Das kann nämlich auch sein. So, wo soll das Teil liegen? Da unten. Bei den verfluchten Dodos. Ach so, ich sehe, ich verstehe. Begreife. Ich erkenne. Nein, 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 nein. Anderes Teil. So. Hier schon die Dodo-Leiche in Flammen aufgehen lassen. So, und hier mit der Datendesk. Joinks. Sie kann die Daten von dieser Desk auslesen. Und jetzt lügt das Spiel uns hier weiter an. Verstehe. Nein, einen Moment. Und weiter geht's. Genau. Waldanlage ist zu 100% erkundet, hat aber immer noch eine Samenkapsel. 7 Schätze sind hier noch drin. Die werden wir natürlich alle rausholen. Und da oben ist die Kluftpassage. Da wollen wir jetzt hin. Luftpassage. Da. So. An den Ort erinnern wir uns hier noch so grob. Wenn das nicht wäre.
Aha. Und umdrehen. Und jetzt. Hallo Kiste. Kaschik-Lackierung. Gibt's noch einen Schatz? Naja, was wir machen. Nein, das war fake. Fake. Den Schatz finden wir auch noch. Ein Schatz. Keine Ahnung, wo der hier sein möchte. Jedenfalls wieder hier rein. Okay, hier kann er nicht abtauchen. Den Schatz finden wir schon noch. Dafür müssen wir uns jetzt gerade keinen direkten Schub geben. Wo ist das nächste Ziel? Das haben wir. Passage haben wir. In der verwüsteten Ansiedlung gibt es ein paar Dinge. Und im Lucral gibt es noch ein paar Dinge. Und beim Bergaufstieg haben wir etwas übersehen, wie es aussieht. Dann gehen wir zuerst zum Bergaufstieg. Hoppla. Schnelle Reise. Wo haben wir dich? Bergaufstieg. Ach, hier sind wir. Da drüben waren wir schon. Hier ist ein gewalttätiges Dodo. Nein, werde ich nicht. Hilf mir bitte. So. War ein Dodo? Hoffentlich nicht. Da oben sind ganz viele Dodos. Da will ich nicht hin. Ich habe Angst vor Dodos. Sind gefährlich. Mist. Das. I
Ein Nest voller Schauderpeden. Grease wird diese Geschichte lieben. Ei. Schauderpeden-Nest. Schauderpeden jagen kleine Rudeln, nisten aber in Massen und führen komplexe Paarungsrituale durch, bei denen gruseligerweise auch ihre scharfen Zangen beteiligt sind. Die müssen wir öffnen. Schnur und Unterlippenbart. Ich sehe. Aber ich will ja nicht lügen, Kerl. Die Forscher schmeichelt dir nicht in der Hinsicht. Okay, fallen wir kurz mal durch. Wir haben die Kiste hier noch nicht geplündert. Wirklich? Dünner Schnur und Unterlippenbart. Ich bin ein bisschen erschreckt, dass sie das noch nicht geplündert hatten. So. Dann haben wir da oben ein nicht erhaltenes Upgrade. Wir sparen uns den Aufwand und gehen sofort einfach ganz kurz zum... Guten Tag. Wir nehmen das per Schnellreise einfach mit. Machen wir eine Pause. So. Auf zu Nebling weiter. Bleiben wir in Bewegung. Gut, wir kommen wieder hoch. Vergessen wir, was ich gesagt habe. Erst einmal ausruhen, dann Schnellreise. Wir gehen einfach ganz gut zu dem hier oben und kommen von da aus und zurück. Nee. Zu dem. Oder? Nee, zu dem. Ich prüf's nochmal. Nein, der beste Weg scheint tatsächlich aus dem Hangar, aus dem imperialen Posten irgendwie zu sein. Wenn ich nicht komplett irre. Wenn wir uns zurückbewegen, gibt es hier diverse Linien, die wir nutzen können. Wir hätten den Aufzug nehmen können. Wir hätten sie Schnellreise sparen können. Wäre kein Problem gewesen. So, und dann müssen wir... an diesen verfluchten Balance vorbei. Nein, nicht dahin. Da ist es, das Upgrade, schätze ich. Okay, wie kommen wir da hinten rüber? Ach so. Ah. Kein so großes Wunder, dass ich es nicht gesehen hatte. Hallo. Thank you.
Ein Fähigkeitenpunkt. Tolles Upgrade. Danke, Spiel. Sehr cool. Sollten wir den Sprung da hinten schaffen? Nein, sollten wir nicht. Ich habe ihn drastisch unterschätzt. Gut. Tschüss. So, haben wir einen schnellen Weg da unten. Ja, wir können aber kurz über die Seilrutsche rübergehen. Dich hinterher schicken. Und dann können wir den Aufzug runtergehen. Piep. Gut, werden wir auf den Aufzug warten. Unser nächstes Ziel. Wir haben es inzwischen schon ganz gut vorangebracht hier. Wir haben hauptsächlich Sachen im Lukrahulk. In der verwüsteten Ansiedlung. Ich habe fast schon das Gefühl, dass das wieder eine Lüge ist, die uns erzählt wird. Moment. Nein, nein, das sind die Lügen, die uns erzählt werden. Das sind die Dinger hier. Wo das Spiel uns sagt, ja, guck mal, die kann mir jetzt angehen. Aber die Dinger sind, haben wir schon gelöst. Die existieren gar nicht mehr. Das ist genauso, wie was uns jetzt gerade bestimmt in der Waldanlage erzählt wird. Hier. Wird uns weiß gemacht. Aus irgendwelchen Gründen verschwinden die Dinger nicht. Keine Ahnung warum. Dann haben wir hier halt im Lukrahulk eine ganze Menge. Und ansonsten nicht viel anderes. Also auf zum Lukrahulk würde ich schätzen, oder? Ich muss meine Mitte finden. Find mal deine Mitte. Okay, wohin spezifisch müssen wir im Lukrahulk? Komm schon, Kumpel. Also. Ladegerüst. Da gibt es etwas, was wir nicht erkundet haben. In diesem Bereich, im Kern, gibt es auch noch etwas. Und es gibt zwei Upgrades, die sich noch hier hinten verstecken. In der Jurtenkaserne. In der Kaserne haben wir allerdings keinen Punkt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zuallererst hoch zum Ladegerüst und können von da aus weitermachen. Ladegerüst. Ich hoffe, es stürzt niemand dran, wenn wir ein bisschen erst einmal die ganze Karte etwas vervollständigen. Oh, hallo. Aha, ja, wir brauchen den oben. Meditationspunkt heißt wie? Hangarsparren. Eine Etage höher, bitte. Hier waren wir. Das ist von der anderen Türseite.
Da gibt es so eine Pappwand, wo wir uns hochpappen können, wie es aussieht. Oh, hallo! Kämpfe mit mir! Beginnt mit eurem Angriff! Ich werde noch nicht sterben! Aua! Unantastbar! Du kannst mich nicht brechen! Verfolge das Ziel! Verteidige mich! Verteidige mich mal! Ach so, da ist es. Das ist die Pappwand? Das ist die Pappwand. Hallo Kiste. Hartnäckigkeit. Noch 4 Schätze und eine Datenbank und eine Truhe. Nur ich habe auch keine Ahnung, wo die hier alle sein wollen. Aber ich glaube, derartige Sachen zusammenzusammeln wird zum guten Teil darauf hinaus, dass wir uns eine kluge Karte irgendwo raussuchen und die dann irgendwann vervollständigen. So, jetzt können wir von hier aus zum anderen Ziel zurück. Einmal ausruhen. Okay, spezifisch schauen. Welcher Meditationspunkt ist der, den wir brauchen? Wir brauchen den Punkt namens Lucrol Kern. Dann nehmen wir den Lucrol Kern. Wir haben die Fähigkeiten, Sachen auseinanderzureißen, ja erst im Verlauf des Lucrals erhalten. Deswegen. Oh je. Deswegen haben wir die hier oftmals noch nicht vernünftig angewandt. Ach ja, du! Lass das. Ah, ich sehe. Achso, wir werden einfach hochgetragen. Ich dachte, wir müssen jetzt die Sachen abwechselnd hochziehen. Hm? Dionysiana. Okay, von hier aus geht es jetzt rüber in den lustigen Bereich da hinten. Haben wir eine direkte Verbindung? Haben wir. Wir müssen dafür nur diese lustige Rampe runtergehen. Gut, hier gibt es da hinten eine Tür mit einem Upgrade und hier oben gibt es irgendwo ein Upgrade. Wie kommen wir da hinten rüber? Wir finden unseren Weg. Im besten Fall ohne einen mittelgroßen Genozid hier auslösen zu müssen. Warum sage ich irgendwas? Wir werden dich besiegen. Alles gut! Ich bin okay! Dieser Eindringling ist. Eröffne Feuer!
Oh, keine Macht. Das habe ich auch noch nicht mehr. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. So. Lass das. So, also ich wollte sagen, ohne einen kleinen bis mittelgroßen Genozid anzurichten. Das Problem war, nein. Okay, da hinten, da drüben, ich verstehe. Wir müssen da oben drauf. Tut mir leid. Willst du noch mehr? Konzentriert euch auf den Feind. Behaltet ihn im Auge. Komm hier raus und kämpfe. Nimm das. Aua. Das lohnt sich, Feuer zu stellen. Hoch! Oh nein, 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 wo kommst du denn her? Mist. Hierher, Kumpel. Das geht nicht. Lass das mit dem. Immer die Klippen runter. Klippen machen alles einfacher. Auf dich wartet nur der Tod. Ich kann ihn nicht treffen. Das ist korrekt. Das. Okay. Den können wir erstmal mitnehmen. Wie sieht es mit der Lebenserhöhung aus? Hätte ich nie was gegen. Ich habe gerne mehr Spielraum verfügbar. Ah, es ist dann Fähigkeitenpunkt. Na gut. Du bist doch kein Fähigkeitspunkt, oder? Es ist ein Fähigkeitspunkt. Wieso ist alles Fähigkeitenpunkte? Ha. Tschüss. Oh nein. Ich meine, wenn Luke Skywalker so einen Sturz überleben konnte, warum nicht wir? I believe I can fly. I believe I can fly. Tod. Merken wir uns. Nein. Ich wollte mich eigentlich noch nicht hinsetzen, aber danke. Wir müssen unseren Punkt auch gar nicht erst zurückholen. Wofür? Im Generator-Unterbau gibt es noch eine ganze Menge Sachen, die ich nicht gesehen habe von oben. Generator-Unterbau. Nun. Dann haben wir schon eine Reise vor uns.